Hallo liebe Tierfreunde, ich bin hier in der Hundeauffangstation Team für Tiere e.V. in Essen. Bei mir ist gleich die Rahel Schröder, sie ist Vorsitzende und Leiterin der Auffangstation. Und mit ihr zusammen präsentieren wir euch richtig süße Hunde, die ein schönes Zuhause suchen. Ich freue mich auf die Rahel und den Manolito. Der Manolito ist 5 Jahre alt und ich finde den Namen einfach nur großartig. Ja, was für eine Rasse ist denn der Manolito? Der Manolito wird ein Jack Russell Terrier Mischling sein. Ja. Wie gesagt, 5-jähriger Rüde, kastriert ist er. Er ist von einem anderen Verein übernommen worden, kommt ursprünglich mal aus Spanien. Ist er vom Charakter her ein Jack Russell? Er ist ein typischer Jack Russell, ja. Er ist, findet Spielzeug toll, er findet Rennen toll, er findet Toben toll, er ist verträglich mit fast allen Hunden. In seinem Zuhause wäre er aber lieber Einzelprinz. Er neigt da so ein bisschen bei Streicheleinheiten, neigt er so ein bisschen zu Eifersucht. Ansonsten, so beim Spaziergang auf Hundewiesen, ist er total verträglich, spielt, tobt, rennt. Ja. Aber sein Herrchen, Frauchen oder beide hätte er gerne für sich alleine. Okay. Und was ist mit Kindern? Kein Problem. Kinder sind bei ihm überhaupt kein Problem. Er findet Menschen grundsätzlich toll. Ja. Und richtig schön ausgiebig wandern, spielen, Agility. Das volle Programm, genau. Gut. Das heißt, man könnte mit ihm zum Beispiel auch noch in die Hundeschule gehen, weil 5 Jahre ist ja definitiv. Eigentlich er kann definitiv noch in die Hundeschule. Ja. Da hat er mit Sicherheit auch Spaß dran. Er ist auch definitiv sehr lernfreudig und aufmerksam. Man kann mit ihm wirklich viel, viel machen. Er ist aber wirklich ein freundlicher, ne? Total. Die ganze Zeit. Er freut sich die ganze Zeit schon hinter der Kamera. Er rennt rum und freut sich einfach nur. Also, sportliche Familie, Kinder immer gerne dabei. 5 Jahre alter Manolito sucht ein schönes Zuhause. Einfach melden, anrufen, vorbeikommen. Wer Interesse an einem unserer Schützlinge hat, kann Kontakt zu uns aufnehmen. Am besten unter unserer Homepage www.teamfuertiere.de. Dort sind alle Kontaktdaten. Wir sind täglich von 10 bis 14 Uhr in der Station. In den Öffnungszeiten kann man auch einfach vorbeikommen. Unsere Hunde sind altersentsprechend alle geimpft, geschippt, kastriert. Wenn sie aus dem Ausland kommen, auf Reisekrankheiten getestet. Wir nehmen lediglich eine Schutzgebühr von 300 € für unsere Hunde. Wir freuen uns auf euren Besuch. Kommt einfach mal vorbei.